Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, jetzt bräuchten wir so einen kleinen Trommelwirbel, das ist das Spiel des Jahres 2020 in Frankreich, also das aktuelle Spiel des Jahres. Das heißt Oriflamme, Komplott um die Krone. Das ist ein taktisches Kartenspiel für 3 bis 5 intrigante Familienoberhäupter ab 10 Jahren. Die Spieldauer wird mit 20 bis 40 Minuten angegeben und die beiden Autoren heißen, jetzt muss ich spicken, Adrien und Axel Essling. Das Ganze ist ein besonderes Kartenspiel, das fällt in die Rubrik der Kartenspiele, die nicht wirklich viele Karten an Bord haben, aber bei denen jede Karte eine bestimmte Funktion hat und bei dem das Spielprinzip dann das Zusammenspiel dieser einzelnen Karten ist. Das klingt jetzt kompliziert, ich zeige euch mal ein paar Beispiele für andere Vertreter dieses Genres. Love Letter gehört da zum Beispiel dazu, das ist so der bekannteste Vertreter, das kennt ihr bestimmt. Dann Hanami Koji zum Beispiel gehört auch in dieses Genre. Dann Tides of Madness, das ist das gleiche für die Cthulhu-Freunde unter uns. Und es gibt auch noch eine ganz besondere Perle, die wir euch hier auch bei Gelegenheit mal vorstellen wollen, weil es wirklich ein geiles Spiel ist. Das heißt Q. In diesem Sinne, wenige Karten, einfaches Spielprinzip, jede Karte mit besonderer Funktion und das Spiel ergibt sich aus dem Zusammenspiel dieser Karten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Ich erkläre euch jetzt kurz, wie es denn funktioniert und danach gibt es wie immer von uns ein kleines Resümee. Viel Spaß dabei! Die Regelerklärung von Oriflamme möchte ich jetzt mal ein bisschen anders beginnen als normal, denn ich werde euch jetzt mal den Intro-Text auf der Spielanleitung vorlesen. Der König ist tot. Es lebe der König. Überall im Reich trachten die einflussreichen Familien danach, mit List und Tücke, Kraft und Stärke, Tugend und Niedertracht an die Macht zu gelangen. Führe deine Familie zu wahrer Größe und sichere dir den Thron. Also, das setzt ja schon relativ schnell die Stimmung für dieses Spiel. Es geht um Macht, es geht um Einfluss und letztendlich geht es darum, dass wir als Familie darum kämpfen, den neuen König von Frankreich zu stellen, also die Krone uns zu verdienen. Das erinnert nicht nur vom Spiel so ein bisschen an Game of Thrones, auch diese einzelnen Spielerkartendecks, die es hier für jede Familie gibt, die haben auch so martialische Wappen hinten drauf, auch das hat mich sehr an Game of Thrones erinnert. Also, es geht um die Macht. Der Spielaufbau ist relativ schnell erledigt. Es gibt ein Kartendeck für jede Familie und jedes Kartendeck besteht aus den exakt identischen 10 Karten und jede dieser Karten hat eine bestimmte Funktion. Das Spiel beginnt damit, dass jeder seinen 10er-Kartenpacken erstmal ordentlich mischt und dann unbesehen 3 Karten zieht aus diesem Kartenstapel und die gleich mal wieder in die Schachtel legt. Hätten wir alle dieselben 10 Karten in der Hand, dann wäre es ja relativ langweilig, weil dann wüsste man ja, welche Karten der Gegner in der Hand hat. Deswegen werden erstmal 3 Karten gleich mal zu Beginn ausgeräumt und mit diesen 7 Karten wird dann das Spiel auch gespielt. Jeder Spieler bekommt diese 7 Karten, der Startspieler bekommt diese sehr martialische Krone, das ist quasi der, der als erstes ausspielen darf. Zusätzlich bekommt jeder Spieler so eine Karte, auf der die einzelnen Karten und deren Funktion nochmal zusammengefasst ist, so als kleine Gedächtnisstütze, besonders für Anfänger natürlich sehr hilfreich. Dann bekommt jeder Spieler einen dieser Einflusspunkte zu Beginn, den legt er auch vor seinem Platz ab. Die restlichen Einflusspunkte, die 1er und die 5er, werden auf die Seite gelegt, die braucht man dann später. Und dann wird hier in der Mitte dieses Tischs diese Schwertlanze ausgelegt. Die Schwertlanze liegt hier, weil die Schwertlanze definiert den Anfang unserer Einflussreihe. Was die Einflussreihe ist, sage ich euch gleich. Das Spiel wird in mehreren Runden gespielt. In jeder Runde legt ein Spieler eine seiner Karten in diese Einflussreihe. Dafür gibt es aber natürlich auch besondere Regeln. Jeder Spieler darf sich seine Karten natürlich anschauen. Er schaut sich die Karten in seiner Hand an und dann kann er sich für eine Karte entscheiden. Und diese eine Karte darf er pro Runde umgedreht, also Kopf nach unten, in die Einflussreihe legen. Ich würde mich jetzt mal für diese Karte entscheiden. Und zum Ablegen in die Einflussreihe gibt es ein paar Regeln. Ich darf, wenn ich die Karte ablege, entweder diese Karte nur an den Anfang dieser Reihe legen,
ans Ende dieser Reihe legen oder auf eine bereits von mir ausliegende Karte on top, obendrauf, darf ich auch noch eine Karte ablegen. Ich darf nicht meine Karte einfach irgendwo zwischen rein mogeln, sondern wirklich nur am Anfang, ans Ende oder oben auf eine meiner ausliegenden Karten obendrauf. Momentan liegen da noch keine Karten aus, das heißt, ich lege einfach meine Karte hier mitten in die Mitte. So, mein Mitspieler macht das Gleiche, sucht sich eine Karte aus, er legt seine Karte vielleicht mal vorne hin. So, und unser dritter Spieler kann auch entweder seine Karte vorne hinlegen, würde jetzt seine Karte aber einfach mal hinten ablegen. Und damit wäre die erste Runde schon vorbei. Jetzt haben wir alle unsere Karten abgelegt. Jetzt werden die Karten mit Beginn von dieser Schwertlanze der Reihe nach durchgegangen und aktiviert. Und jeder Spieler kann sich jetzt quasi entscheiden, ob er seine Karte umdrehen und aktivieren möchte oder ob er seine Karte einfach liegen lässt und dafür einen Einflussmarker, einen Einflusspunkt auf seine Karte legt. Gehen wir mal davon aus, dass der Spieler mit den lustigen Einhörnern sagt, nee, ich lasse meine Karte mal liegen, ich schmeiß da mal einen Einflusspunkt oben drauf. Dann bin als nächstes ich dran. Ich weiß ja, welche Karte hier liegt. Und ich würde jetzt sagen, nee, ich aktiviere diese Karte einfach mal, würde diese Karte jetzt umdrehen und dann würde die Funktion dieser Karte ausgelöst werden. Was es denn für Karten gibt und was die für Funktionen haben, zeige ich euch gleich. So, dann würde das hier aufgelöst, dann würde sich jetzt der dritte Spieler entscheiden, ob er die Karte liegen lässt oder ob er einen Einflussmarker hier oben drauf legt. Und sobald das passiert ist, ist die Runde auch schon vorbei. Dann würde dieser Startspielermarker hier rüber wechseln und dann könnte der Spieler da drüben die nächste Karte hier an diese Reihe anlegen und da gelten dieselben Regeln, entweder ganz nach vorne oder ganz nach hinten oder oben auf seine ausliegende Karte drauf. Das ganze Spiel wird dann insgesamt in 6 Runden gespielt. Ihr habt ja wahrscheinlich mitgezählt, wir hatten 10 Karten, 3 haben wir abgelegt, haben wir also 7 in der Hand. Wir spielen nur 6 Runden, das bedeutet, am Ende bleibt auch tatsächlich eine der Karten in der Hand zurück. Das ist auch natürlich wieder dafür, dass man eben nicht genau weiß, mit welchen Karten man spielt, weil sonst könnte man ja mitzählen und das Spiel bleibt so ein bisschen länger spannend und man kann eben die Strategie der anderen Mitspieler nicht so gut einsehen. So, man verdient in diesem Spiel, wenn man diese Karten alle ablegt oder die Funktionen ausführt, verdient man natürlich immer mehr Einflusspunkte. Und wenn die 6. Runde vorbei ist, zählen einfach alle Spieler ihre Einflusspunkte und derjenige, der die meisten Einflusspunkte hat am Ende der 6. Runde, das ist der Gewinner. Das wird der neue König von Frankreich. So, und jetzt ist es aber natürlich noch spannend, dass ich euch ja nochmal zeige, was haben wir denn überhaupt für Karten im Spiel. So, als allererstes haben wir das Attentat. Entferne eine Karte aus der Einflussreihe und nimm dir dafür einen Einflusspunkt. Wichtig, hier unten steht immer, ob das eine einmalige oder eine dauerhafte Karte ist. Einmalige Karten werden, wenn sie aktiviert werden in der Einflussreihe, nach dem Abhandeln des Effekts entfernt. Dauerhafte Karten bleiben liegen. Das ist für die Strategie natürlich ganz entscheidend. So, zweite Karte ist die Bogenschützin. Entferne die erste oder die letzte Karte aus der Einflussreihe. Nimm dir einen Einflusspunkt. Das ist eine dauerhafte Karte, ganz gefährliche, ganz starke Karte. Die bleibt nämlich auch liegen, bis sie von irgendjemandem vielleicht entfernt wird. Dann das Dekret, einmalig. Verschiebe eine Karte in der Einflussreihe. Da kann man dann ein bisschen Spannung in die Einflussreihe bringen und die Karten ein bisschen durchmischen. Dann kommt die Formwanderin, die bleibt liegen, ist eine dauerhafte Karte. Kopiere den Effekt einer benachbarten Karte und führe ihn aus. Auch eine sehr starke Karte. Der Gebieter, nimm dir einen Einflusspunkt und nimm dir einen weiteren Einflusspunkt für jede benachbarte Karte deiner Familie. Diese Karte ist natürlich super cool, wenn ich mehrere Karten von meinem Haus nebeneinander in der Einflussreihe zu liegen bekomme, weil dann bekomme ich für jede Karte einen Einflusspunkt. Ist auch dauerhaft, bleibt auch liegen. So, der Hinterhalt ist eine ganz fiese Karte. Lege alle Einflussmarker auf dem Hinterhalt ab. Nimm dir einen Einflussmarker. Wird der Hinterhalt durch eine gegnerische Karte entfernt, nimm dir 4 Einflusspunkte. Funktioniert so, man legt diese Karte umgekehrt in die Einflussreihe und erzählt dann den Leuten, oh, ganz wichtige Karte und da werdet ihr sehen. Und dann denken die Leute natürlich, hey, die müssen wir entfernen. Und sobald diese Karte entfernt wird, zündet quasi der Hinterhalt und man verdient sofort 4 Einflusspunkte. Also hinterhältig, aber strategisch sehr, sehr cool. Dann gibt es das Komplott. Verdopple die Einflusspunkte auf dem Komplott. Das ist eine einmalige Aktion. Dann haben wir den Nachfahren.
Nimm dir zwei Einflusspunkte, wenn keine Karte mit gleichem Namen aufgedeckt ist. Das ist auch eine dauerhafte Karte, die bleibt auch liegen. Dann haben wir noch den Soldaten, das ist auch eine dauerhafte Karte, sehr starke Karte. Entferne eine benachbarte Karte, nimm dir einen Einflusspunkt. Also da kann man dann die Einflussreihe hier schon ein bisschen ausdünnen. Und die letzte, die zehnte Karte, ist die Spionin. Nimm dir einen Einflusspunkt von einer Familie, von der mindestens eine Karte benachbart zur Spionin liegt. Also, da kann man ein bisschen Einfluss von den Nachbarkarten klauen. Und das waren alle 10 Karten, aus deren Auswahl immer mit 7 pro Runde gespielt werden. Ich zeige euch auf der Rückseite auch nochmal dieses Artwork von den einzelnen Häusern. Und jetzt ernsthaft, also mich hat es wirklich sehr an Game of Thrones erinnert. So, und das waren sie dann auch schon, die Regeln von Oriflamme. Wie ich vorhin schon gesagt habe, insgesamt spielt man das Spiel dann 6 Runden lang, bis man nur noch eine Karte in der Hand hat. Und derjenige Spieler, der am Ende der 6. Runde die meisten Einflusspunkte hat sammeln können, das ist der Gewinner von Oriflamme und der nächste König von Frankreich. Das waren sie schon, die kurzen Regeln von Oriflamme. Komplott um die Krone. Was halten wir denn jetzt von diesem Spiel? Ich bin ja grundsätzlich ein bisschen voreingenommen gegenüber Kartenspielen aus diesem Genre, denn leider ist es meistens so, dass dadurch, dass ja jede Karte eine eigene Funktion hat, braucht diese Lernphase relativ lange, bis man dann weiß, okay, was macht denn jetzt jede Karte und wann kann ich die einsetzen? Da waren wir bei Oriflamme tatsächlich positiv überrascht, denn in unseren Testrunden haben wir festgestellt, dass spätestens ab der 2. oder 3. Runde jeder Spieler gewusst hat, was jede Karte macht und dann auch schon beginnen konnte, seine Taktik zu verfeinern. Also das ging relativ schnell und das verdient auf jeden Fall Lob von unserer Seite. Das Spielmaterial ist toll, die Regeln sind einfach, das Thema ist super und in diesem Sinne gibt es von uns für dieses Spiel auf jeden Fall eine Empfehlung. Einziger Wermutstropfen ist vielleicht, dass man das Spiel nicht zu zweit spielen kann. Also man braucht mindestens 3 oder mehr Personen, aber ab 3 oder 4 Personen wird es dann tatsächlich auch erst richtig cool. Insofern beide Daumen hoch von uns für dieses Spiel. Eine Empfehlung, holt's euch, könnte eigentlich tatsächlich nicht viel falsch machen. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuklicken, damit ihr jedes Mal informiert werdet, wenn es denn von uns was Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch ein schönes Spiel.